Hallo AFOPS, herzlich willkommen in der Doppelsteinstufe von Rubrix. Ich bin der Olli. Wir hatten letztes Jahr eine Neuheit bei Kobi und das war die KV1. Und dieses Jahr hat Kobi dann eine weitere Neuheit zu den sowjetischen Fahrzeugen rausgebracht und das haben wir ja schon hier einmal aufgebaut. Wir haben die IS-2. Und hier daneben habe ich auch noch aus meiner Sammlung die KV2 mitgebracht. Ich wollte euch einfach mal die drei sowjetischen Panzer einfach mal zusammen zeigen und dann explizit nochmal euch jetzt diese Neuheit, die IS-2, die bei uns jetzt vor kurzer Zeit nochmal neu dazugekommen sind. Also wir haben hier drei Panzerfahrzeuge aus dem sowjetischen Arsenal. Alle drei sind schwere Panzer und der IS-2 wiegt ja zum Beispiel schon 46 Tonnen, also auf jeden Fall ganz Menge Holz. Historisch gesehen haben die Sowjets erstmal die KV-1 rausgebracht und auf der Basis von der KV-1 haben sie eine größere Haubitze dann und einen größeren Turm drauf montiert und das wäre direkt die KV-2. Und im späteren Kriegsverlauf haben die Sowjets dann diese IS-2, also IS steht für Josef Stalin, rausgebracht. Auf jeden Fall noch eine Kampfpanzer mit noch deutlich mehr Panzerung und schwerer Gewicht und natürlich größere Bewaffnung, wie man hier klar sieht. Dieser neue Modell von Kobi für diese IS-2 hat jetzt nicht wie die anderen Kobi-Modelle jetzt ein ausgefeiltes Interieur, ihren Turm. Das Modell verfügt lediglich nur über ein Motorendetail, die ich hier euch nochmal zeigen wollte. Hier ein Motorendetail und dieser Motor kann man nochmal rausnehmen zum Bespielen, wenn man möchte. Ich demonstriere das jetzt mal. Genau, aber sonst verfügt ihr, also sonst kann man beim beschriebenen Panzer, man kann halt die Kanonen jetzt auch hoch und runter schwenken und gibt es ja zwei Luken, die man noch aufmachen kann. Und ich habe jetzt nochmal den Panzerkommandant in der größeren Luke jetzt eingesetzt. Das Modell hat ja noch austauschbare Prints, also man kann die Hoheitszeichen auswählen zwischen Sowjet, Tschechische Republik und Polen, also 3-in-1 Modell, also nennen sie das. Ja, zum Bauerfahrung, also das Modell ist, hat jetzt gar keine Schwierigkeiten beim Bauen gehabt, ging relativ flott durch. Und noch zu erwähnen ist halt, dass jetzt wie seine, sag ich mal, Vorgängermodell, dass die Ketten auf jeden Fall wunderbar rollt, egal auf welcher Oberfläche. Und ja, zusammen mit den anderen Modellen macht es auch wirklich ein zusammenes tolles Bild. Ich fasse das jetzt nochmal kurz mal zusammen. Wir haben den IS-2 aus dem Hause Kobi mit den Setnummer 2578, Teileanzahl 1051. Minifigur ist 1 dabei und zum Preis liegt bei 64,95 €. Zum Dimension, das Modell ist 35 cm lang, 12 cm breit und 12,5 cm hoch. Und den KV1, den haben wir auch noch im Sortiment, das hat aber eine Setnummer 2555. So, das war's für heute. Wir sagen immer, Doppelsteiner kann man nie genug haben. Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!